Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon fünften Folge von Live aus dem Parksaal, hier aus dem wunderschönen Parksaal in Bad Salzhausen. Die Videoreihe des Kulturmanagements. Schön, dass ihr wieder dran seid an den Empfangsgeräten. Heute und jetzt ist eine junge Frau bei mir hier zu Gast, die jetzt die Bühne erobern wird, die schon seit vielen Jahren auf den hessischen Bühnen ihr sympathisches Unwesen treibt und mit ihrem Soloprogramm ebenso begeistert wie in Hessen-Mixed-Shows, oder aber sie gehört seit vielen Jahren zum festen Ensemble des Grüne Soße Festivals in Frankfurt. Und ich freue mich sehr, dass sie den Weg aus Frankfurt hierher gefunden hat, genau gesagt aus Bornheim. Herzlich willkommen, Hilde aus Bornheim. Ah, hallo, grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. So, endlich stehe ich mal live neben dir. Das ist ja wirklich ein großer Moment. Ja. Und wie viele Fans frage ich mich auch schon seit langer Zeit, Hilde aus Bornheim. Ist aus Bornheim ein altes Frankfurter Adelsgeschlecht oder ist es vielleicht auch ein Doppelname? Du heißt vielleicht gebürtig aus und dein Mann Bornheim oder sowas? Ach, das ist schön, Willi. Nee, es hat, ich weiß, wo der seinen Ursprung hat hier, das glaubt ihr nicht. Das kommt aus dem, es gibt ja Namen, die kommen aus dem Ausland. Ja, ist wirklich wahr. Und aus Bonn, ja? Das aus Bonn, das Heim war früher gar nicht dran. Das kommt aus England, aus Bonn, von Osborn. Von, kennst du ja vielleicht. Ja, der Osborn kenne ich aus Spanien. Ozzy Osborn. Ach so, Ozzy Osborn. Ich dachte jetzt zum Trinken. Es geht nicht um den Ozzy Osborn. Also nicht, nicht aus dem Osten, sondern aus England. Und der Ozzy Osborn, Hilde Osborn, in Hessisch Hilde aus Bornheim. Ist schlüssig. Ja, so ist das gekommen. Das ist wie beim Trump. Verstehst du? Der Name Trump ist doch auch ausgewandert dann nach Amerika. Okay. Und der Opa vom Trump, von dem, der hat den Namen also mitgenommen, Trump. Der Opa vom Trump, der ist Friseur gelernt. Ach so. Und hat aber keinen Job gekriegt. Und da habe ich gedacht, jetzt erklärt sich mir auch diese Frisur. Verstehst du? Der hat vielleicht noch das Haarteil von der Geselleprüfung vom Opa. Uff, weißt du? Und so geht es manchmal, die Namen kommen, die gehen und ist ja auch ganz egal. Ja. Bornheim ist draus geworden. Es kann auch jeder so eine zauberhafte Frisur haben wie du. Da, insofern, ich merke schon, wenn ich jetzt hier noch bleibe, dann verwickeln wir uns in unsägliche Dialoge. Ich überlasse dir die Bühne und freue mich. Meine Damen und Herren, Hilde aus Bornheim. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Martin, das ist ja schön, dass ich hier sein kann. Das ist ganz, ganz schön. Vielen Dank. So, meine Lieben, aber bevor das es losgeht, ich muss gerade Kleinigkeit ausfülle. Ja? Ich hab hier, warte mal, das geht ganz schnell. Ich habe hier den Antrag, das ist der vereinfachte Antrag für Grundsicherung. Also, der Willi hat gesagt, mein Mann hat gesagt, Hilde, das geht ganz schnell, das füllst du dann einfach schnell mal aus. Hier, ich habe es hier, warte mal, das ist also das hier, muss ich kann ja den vereinfachte Antrag stellen. Verstehst du? Wie ich im Theater, die sind ja alle zu. Und da kann ich jetzt nicht hin zum Theater, also verdiene ich kein Geld. Oder soll ich das gerade mal, kann ich das ausfüllen? Warte mal, das gehört jetzt, das muss ich noch ausfüllen. Das ist alles für das ich noch ein bisschen, warte mal, hier so, jetzt habe ich hier das Nächste. Nein, das ist ein vereinfachter Antrag. Ich sehe, das ist ja, warte mal, ich habe hier noch, das ist noch mehr. Naja, gut, also dann fange ich mal an. Weißt du, das ist ja jetzt mit dem Theater generell, muss ich sagen, komisch. Ja? Die sind all zu, es ist keiner da. Also es ist ja auch jetzt, also ich muss sagen, ohne Publikum. Ist schon ein bisschen komisch, gell? Aber gut, es hat auch, der kleine Vorteil hat es, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, weißt du, machst einen schlechten Witz, lacht keiner. Merkst du es nicht? Was ist das? Da komme ich nicht so aus dem Konzept, meine Lieben. So, warte mal, jetzt muss ich hier mal gucken. Also, das ist ja, was sagen die dann hier? Der ganze Kram hier, das hat mir meine Tochter, die Mischa, die arbeitende Verwaltung, die hat mir das mitgebracht, was ich hier alles ausfüllen muss. Ich dachte, hier, Hilde hat sie drauf geschrieben, das müsste ich ausfüllen. Also die Mischa, muss ich sagen, die hat das alles vorbereitet, die Arbeit in der Verwaltung. Ja. Und die Mischa, muss ich sagen, die ist jetzt auch ein bisschen traurig, wegen Corona. Die ist immer so gern, wir haben ein in unserem Viertel in Bornheim, haben wir ein neues Restaurant, thailändisches.
Gut, ist jetzt auch zu. Gell? Die wollte gerade aufmachen. Der hatte ein Mordsschild vorne vor der Tür. Weißt du? Der Thailänder hat der Mats, was hat er hingeschrieben? Neue Öffnung, thailändisches Restaurant. Neue Öffnung. Wann dann? Gut, das passt eigentlich jetzt ganz gut. Gell? Wann dann? Das ist, na, es gab viel Tamtam ums Wann dann, muss ich sagen, weil Wann dann, das heißt in Thailand so viel wie, warte mal, ich hab's, Ratskeller. So, jetzt haben die natürlich da ein bisschen diskutiert, aber es nutzt ja nichts. Ist alles zu. Es ist zu. Und die Mischa, meine Tochter, hat zu mir, sagt die, sag mal, Mutti, wie kommen die dann auf den Namen Wann dann? Das klingt doch hessisch. Ja, Wetterau. Und da habe ich gesagt, ah ja, ich kenne mich aus. Ich bin ja ursprünglich, komme ich aus der Wetterau. Ey, ist wirklich wahr. Ich bin welchem Willi, bin ich nach Frankfurt. Deshalb schwätze ich auch so gemischt. Gell? So, und dann habe ich gesagt, ah ja, Micha, pass auf. Thailändisch kommt aus der Wetterau. Das ist alles eins, das kommt alles. Wir kommen alle aus einem Saft. Verstehst du? Na, hat die mich angeguckt, so zu Mutti, was erzählst du? Sag ich, pass auf, es ist folgendermaßen. Wenn du zum Beispiel den Satz sagst, wo wird denn der Hahihu? Verstehst du? Den kennt man ja in der Wetterau. Und vielleicht auch in Frankfurt. Und die Thailänder, die sprechen das einfach ein bisschen höher, von der Stimmlage. Wo wird denn der Hahihu? Das ist wahrscheinlich, weil das Essen da so scharf ist. Da geht die Stimme ein bisschen hoch, verstehst du? Und das Folgende. Wo witten der Hahihu heißt, kannst du dir merken, ich nehme die Nummer 18 ohne Ingwer. So, weißt du, dann kommst du klar. So ist es halt. So, warte mal, jetzt, ich bin ganz vom Thema abgekommen. Ich muss gerade noch einmal hier gucken. Jetzt hat die mir das alles ingepackt. Hier, Hilde, da, warte, hier, da muss ich anfangen. Es ist ja ganz einfach. Es ist einfach. Grundsicherung nennt sich das. Kann ich jetzt beantragen? So, warte mal, Name, Geburtsgut, das ist alles kein Problem. Postleitzahl, das kriege ich hin. Mache ich hier mal weiter. Warte mal, ich brauche die Brille. Es ist mittlerweile so. Ich wohne zusammen mit einem Ehegatten. Ja, das ist nicht zu vermeiden. Das ist tatsächlich so. So, warte mal. Unverheiratet. Nee. Kinder zwischen 15 und 24. Ja, das habe ich. So, bitte füllen Sie Anlage WEP. Was? Und da muss ich jetzt auch noch ausfüllen, WEP. Warte mal, das ist, oh, ich sehe schon, das ist doch nichts, gell. Der Willi sagt, das geht ganz schnell, kannst du doch mal hier am Tisch machen. Hast du mal Platz, verstehst du? Das Corona, das macht mich ganz durcheinander. Ich habe, versteht ihr, ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich habe immer in meinem Kittel ein Stückchen Wurst. Immer. Und dann esse ich ein Stückchen, mein Kneipchen, jetzt habe ich nur das Kneipchen. Und ich verteile die Wurst auch gern, weißt du? Ich habe dann erst gedacht, seit dem Corona habe ich gedacht, gut, jetzt muss die Wurst halt auch einen Schutz haben. Wenn du verteilst die Wurst, dann machst du nur noch mit Haut. Weißt du, dass da nichts passiert. Aber ich kann euch sagen, ich habe eine Nachricht für den Erwin. Weil hier kann ja nichts passieren, weißt du, mit dem Corona. Versteht ihr, ich habe den Erwin, wir treffen den immer beim Einkaufen. Wir treffen uns und dann gebe ich dem ein Stückchen Wurst. Das ist schon immer so, dann essen wir zusammen. Jetzt war ich am Uhrtürmchen oben in Bornheim, weißt du, stehe ich da, kommt der Erwin auf mich zu und ich habe reflexartig, habe ich in meinen Kittel gegriffen, weißt du, und wollte ihm. Und auf einmal denke ich, ja, das kannst du doch nicht machen, wenn da jetzt der Corona drauf sitzt, auf der Wurst. Dann kam noch der Hartmut dazu, ja? Und der Gerald, und dann standen die da, wie immer, standen wir da, wollten ein Stückchen essen und dann... Also ich muss sagen, wisst ihr was? Ich kam mir vor ein bisschen wie beim Finale von Germany's Next Topkittel. Verstehst du? Ich hab da gestanden und der Erwin hat mich angeguckt, ich hab gesagt, Erwin, ich habe heute kein Stück Wurst für dich. Und es war ein bisschen komisch, war eine ungewohnte Situation, das muss ich schon sagen, aber gut, ich kann es nicht ändern. Ich wollte es ja dem Erwin, der wohnt neben uns, ich wollte einfach rüber in den Garten gehen, weißt du, und den, in den Wintergarten und wollte ihm das sagen, dass der das nicht persönlich nimmt, dass ich dem keine Wurst da. Also. Und dann hat die Leonie, meine Enkelin, hat gesagt, Oma, du kannst doch da nicht ringehen, du musst hier der Officer, du musst
Du bist doch der Homeofficer. Dann habe ich gedacht, dann erzähle ich es euch hier, verstehst du? Da kann da nichts passieren. So, also Erwin, gell? Das war nicht persönlich gemeint. Jetzt kommt wieder, wir essen wieder zusammen, das hoffe ich doch. Gell? Apropos Essen, mir fehlt das auch, mein Wurststeinkittel, aber ich habe gedacht, nee, ich muss das jetzt lassen, wie vieles andere auch. Gell? Ich habe auch bald Geburtstag, weiß ich nicht, ob ich feiern kann, ich hab keine Ahnung. Aber also beim letzten Geburtstag muss ich sagen, wisst ihr, was die mir geschenkt haben? Meine Töchter, ich habe zwei Töchter, einen Sohn, ich habe 3 Kinder, die haben mir ein Fastenseminar. Gut, anderen Kinder lade ihr Mutti zum Essen ein. Und dann habe ich gedacht, soll ich da hinfahren? Es gibt ja jetzt für alles Seminar, ach Gott, ich habe mich gewundert, das gibt's doch gar nicht. Es gibt auch Kontaktseminar. Das gibt's zum Beispiel für Männer, Kontaktseminar. Wie beginne ich ein Gespräch? Weißt du? Und für Frauen gibt's auch Kontaktseminar. Wie beende ich ein Gespräch? Weißt du? Oder was habe ich jetzt gelesen? Da wollte die Inge, meine Nachbarin, hat gesagt, da fahren wir hin. Tänze der Welt. Hat die alles gebucht oder wollte mir los schon, gell? Und Tänze der Welt, alles war um Tanz. Und dann hat die, die hat dann Sachen zum Anziehen gekauft. Ihr Mann, der sollte es dann alles anziehen, hat er auch gemacht. Der stand dann im Hof, ganz in Pink, verstehst du? Sagt sie, welchem Flamingo-Tanz müsste er das anziehen? Und der war stinksauer. Der stand im Hof, der hat überhaupt nichts geschwätzt, auf ein Bein. Da habe ich gesagt, mach nicht rum, wir fahren ja nicht zum Schweigeseminar. Weil du kannst ruhig was sagen. Naja. Und dann habe ich das Fastenseminar geschenkt gekriegt. Dann habe ich gesagt, Inge, fährst du mit? Und dann sind wir dahin. Wir sind dahin. Sind wir da angekommen. Es war ein schönes Hotel, muss ich sagen. Das ist ja auch hier sehr schön. Gell? Ein Riesenraum. Erst haben wir eingecheckt. Hatten wir Zimmer zusammen, ne? Und dann haben wir in dem großen Raum, da haben sie alle schon gesessen, die Teilnehmer, alle im Kreis, haben uns dazu gesetzt. Und dann haben wir gewartet. Na gut, da waren wir ja alle noch satt, verstehst du? Auf einmal geht die Tür auf, da kommt der Seminarleiter rein, hallo, ich bin der Hubertus. Ich habe seit 3 Wochen nichts gegessen. Es geht mir wunderbar. Dann habe ich gedacht, guck mal da, der ist nicht gelaufen. Also ich muss sagen, der ist geschwebt über den Boden. Habe ich gedacht, na ja, gut, der hat ja nichts im Magen, da kannst du schön. Dann ist er weiter, ist er alles rum. Stellt euch darauf ein, hat er dann gesagt, dass hier an diesem Ort Essen nicht stattfindet. Verstehst du? Nix. Gar nichts. Nicht mal auf dem Zimmer. Ich hatte gleich in die Minibar geguckt. Nix drin. Leer. Oder auf dem Kiesel. Weißt du? So kleines. Auf dem Kiesel liegt doch manchmal so. Aber beim letzten Urlaub mit dem Willi, da sind wir ins Hotelzimmer gekommen und da lag auch so ein Stückchen auf dem Kiesel. Willi hat es gleich in den Mund gesteckt. Gut, 2 Stückchen Seife. Ja. Und später hatte Willi dann in der Badewanne gesessen und hatte der so Kokosraspel um sich herum. Die haben das vertauscht. Das hat bestimmt vielleicht Praktikant da verteilt in der Zimmer. Aber ich kann euch sagen, bei dem Fassenseminar nichts. Und dann haben wir da gesessen in der Runde. Ja? Der Hubertus ist geschwebt. Ja? Auf einmal hält er an, mitten in dem Kreis, krümmt sich zusammen. Ich habe gedacht, jetzt hat er Bauchschmerz, jetzt kriegt er Hunger. Und sein Gesicht, das ganze Gesicht, das freundliche Gesicht, das ist wie ineinander, hat sich verkrampft, der hat ausgesehen wie aus so einem Film, den du nachts ganz spät guckst, weißt du, wo du ganz euch Angst kriegst. So ein Thriller, verstehst du, in der Nacht immer so unten, so ein Physio-Thriller. So hat er ausgesehen und da sagt er in die Stille ganz: Hier riecht's nach Wurst. Ach Gott, ach Gott, ach Gott.
Gott, ich hatte ja die... Mir ist das ganze Blut, ist mir in den Kopf geschossen. Ich hab so Angst gekriegt, die Inge neben mir, die hat mit den Zehen geklappert. Ich hab gedacht, was mache ich dann jetzt? Den Typ, den kannst du im Frankfurter Flughafen, Spürhund für die Drogenverhandlung, kannst du den einsetzen. Das kann doch nicht sein, dass der die Wurst riecht. Ich hab mir um mich geguckt. Hinter mir war so ein Fenster, weiß, mit dem Fensterbrett. Eine Schüssel drauf, wie so ein paar Steine und Plastikblume. Und dann hab ich die Wurst zugestellt. Als Kerz. Verstehst du? Ja, ganz ehrlich. Bei dem Fettgehalt, die hätte sogar gebrannt. Auf jeden Fall kam der auf mich zu. Der hat es gerochen, der kam auf mich zu. Ich hab dann gesagt, es tut mir leid. Ich hab ein Stückchen Wurst noch im Auto gegessen. Es kommt nicht mehr vor. Ich kann euch sagen, ich war fix und fertig, ich konnte nicht mehr. Ich habe den ganzen Hunger, den ganzen Tag, ich war fix und fertig. Ich bin abends nur noch ins Bett gefallen. Ich habe mich gleich ins Bett gelegt, Bettdeck über mich. Ich kann nicht mehr, Inge, mach, was du willst. Oh, man klopft es an unsere Tür. Ich habe gedacht, jetzt kommt der wieder. Jetzt kommt er. Und die Inge, die ist da ganz cool, weißt du? Die ist an die Tür. Die hat aufgemacht. Hier, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Vor unserer Hotelzimmertür steht in Reih und Glied die ganze Männer von dem Fastenseminar hineinander. Hier habe ich gedacht, ja, guck mal da, was wir hier Chance haben. Und die Inge, ich war so froh, dass die dabei war, gell? Die hat sich den Ersten geschnappt. Und hat ihn gerufen und hat gesagt, was willst denn du? So, weißt du, was der gesagt hat? Ich hätte gerne ein Stück Wurst. Da! Das gibt's doch nicht. Ich kann euch sagen, ich hatte ja noch 7 Kringel in der Tasche. Da haben wir abends mit Wurst gedealt. Weißt du, wir haben die Wurst verkauft. Ich bin mit mehr Geld heimgefahren, als ich gekommen bin. 134 Euro. Also ganz ehrlich, meine Lieben, ich sag mal, für mich, Fasten lohnt sich. Ja? Das kann man machen. Das war ein Erlebnis. Ich bin immer gespannt, was da noch kommt. Hier. Das ist, warte mal, ich muss jetzt gerade noch einmal einen Blick werfen. Ich muss ja hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Der Willi schimpft mich, wenn ich das nicht richtig mache. Hier, so. Kinder unter 15 Jahren. Ja, die Leonie, unsere Enkelin, die wohnt bei uns. Ja, so. Füllen Sie Anlage KI aus. Das wird alles mehr. So, was habe ich noch? Jetzt ein Elternteil. Ja, der Andi, mein Sohn, ist eingezogen wieder. Der wohnt bei uns, der ist über 25, dann füllen Sie Anlage HG aus. HG, warte mal, das kommt dann noch dazu, zu dem bisschen hier, gell? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, so, Kosten für Unterkunft und Heizung. Ja gut, das kann ich raussuchen, ne? Mietvertrag, Heizkosten, aber was gehört da alles drin? Gehört da auch vom Rex, von meinem Hund? Ist da die Hundehütte? Muss die da auch mit? Ich weiß es nicht. Ich muss das mal jetzt mal hier Fragezeichen. So. Oh, ich sag euch was. Das ist schon eine Sache hier. Die Bude ist voll daheim. Die Bude ist rabbelvoll. Ich habe gesagt, Leute, ich muss hier raus jetzt. Die Bude. Das ist ja der Andi. Meine Tochter Mischa, die Heike, der Andi. Die sind alle drei ausgezogen. Weißt du? Damals. Und da habe ich gesagt, Willi, bist du? Nach so vielen Jahren, jetzt sind wir mal dran. Jetzt sind es nur noch Rex, der Willi und ich. Da habe ich gesagt, guck mal, Willi, mein Schatz. Der war ja 35 Jahre auf dem Bau, der war dann in Rente gekommen, das sei ihm gegönnt, gell? Was hat der geschafft? Da habe ich gesagt, Willi, mein Schatz, guck mal, wir zwei. Ich habe gesagt, Willi, jetzt sind wir hier ganz allein und du kannst in Ruhe für dich allein hier jetzt mal das Bad kacheln. Willi, ich hab gesagt, Willi, du weißt ja, was ich mir für Kacheln wünsche. Die aus Italien, weißt du?
Diese großen Dinge da, die Panna Cotta, Karl, weißt du, die gefallen mir so gut. Aber das muss ich sagen, das ist dann also, das ist das Bad, also ich muss sagen, die neue Karre haben nicht gereicht, hat er sich verzählt. Die alte sind noch nicht ganz ab und in der Zwischenzeit, da ist dann der Andi, unser Andi, wieder eingezogen mit Freundin. Jetzt ist die schwanger. Gut, kann vorkommen, ne? Und wollte ich euch was sagen, jetzt will die eine Hausgeburt. Da habe ich gesagt, ja, Clarissa, das kannst du ja machen, aber doch nicht bei uns. Jetzt will die in dem ungekachelten Bad eine Wassergeburt veranstalten. Ach, ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Also der Andi ist da, die Clarissa ist da, die Leonie, unsere Enkelin, die macht ein Homeschooling, verstehst du? Am Esstisch. Ich kann euch sagen, da ist was los, der Homeschooling. Ich kann dir ja nur begrenzt helfen. Also ich jetzt, das ist nicht einfach, gell? Aber die macht es, also die macht es schon, muss ich sagen. Die ist ja aufgewecktes Kind. Was? Ich war auch ein aufgewecktes Kind. Vielleicht hat sie das ein bisschen von mir. Gut, früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, früher hat man gesagt, also gut, das ist ein Zappel-Philipp. Weißt du, wenn du so ein bisschen... Ha? Und heute sagt man, die Leonie, die hat ADAC. So. Aber ich hoffe, dass die das hinkriegt. Ich hoffe, dass die das hinkriegt mit dem, ach, kann ich euch sagen. Es ist nicht auszuhalten. Jetzt ist die Mischa, meine älteste Tochter, die kommt halt oft vorbei. Das ist auch schön, die hat ja, ich habe ja noch ein Enkelchen, ganz kleines Kind, Baby. Aber es ist halt eng in der Bude, das kann ich euch sagen. Und das muss... Jetzt weiß ich gar nicht, wen ich da alles intragen soll. Hier bei dem ganzen Gelärsch. Warte mal, ich muss mal gucken, was habe ich dann? Muss ich dann auch unseren Vogel? Wir haben ja noch einen Wellensittich. Der Hansi. Muss der auch? Ich weiß es nicht. Der Hansi, muss ich aber sagen, unseren Wellensittich, der Hansi, ist ein ganz feiner Kerl, aber mit dem stimmt was nicht. Von dem daran, wo ich den gekauft habe, sitzt der oben in seinem, der kommt nicht aus diesem Käfig raus. Auch vor dem Corona, muss ich sagen, der war jetzt nicht in Quarantäne, das hat den keiner gezwungen, der ist nicht rausgekommen. Ich habe gesagt, der Vogel, meine Lieben, der ist labil. Ja? Das hat mir auch leid getan, dass der als da oben sitzt, verstehst du, ganz allein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich hole jemanden, der nach dem Tier guckt. Weil ich habe ja viel probiert, es hat da nichts genutzt. Ich habe sogar geübt, ich habe so Vogelstimme. Guck mal, ja so. Habe ich gedacht, vielleicht brauche ich Ansprache. Weißt du? Aber ist kein dummer Vogel, der hat gleich gemerkt, dass ich kein Wellensittich bin. Und dann habe ich gedacht, gut, er ist aus Frankfurt. Das ist ein Frankfurter Vogel. Vielleicht macht der Protest da oben drin. Weißt du, vielleicht ist der für Tag und Nacht Fluchverbot. Da haben sie, wer weiß es. Aber es hat mir leid getan. Dann habe ich gedacht, ich rufe jemanden. Das habe ich auch gemacht. Die kommen ja heim, gucken nach dem Tier. Egal, ob du eine Maus hast oder bis zum Pferd. Das ist, habe ich bestellt, eine Tierpsychopathin. Verstehst du? Die kam dann auch das ist heute Mott sagt, die kam dann mit, die hat eine Arzthelferin dabei. Dann hat die gesagt, der Hansi wird jetzt komplett durchsucht. Das haben die dann auch gemacht. Da hat der, die haben Puls haben die gemessen, Blut abgenommen. Langzeit-EKG, dann hat er gekriegt ein MRT, Belastungs-KGB. Weißt du, da war er ganz strubbelig, da haben sie. Der wollte es gut machen. Ne? Und dann hat die aber gesagt, also der körperlich wäre alles gut, inne. Sie müsste jetzt inne gucken und dann hat die kleine Sofa in den Käfig reingestellt. Hansi hat sich gleich draufgelegt. Und dann kam es raus, der Hansi hat eine Phobie. Und dann habe ich gesagt, was hat er dann für Phobie? Sagt die, der Hansi hat Flugangst. Jetzt stell dir das vor, da gabst du dir einen Wellensittich und der hat Flugangst. Sitzt da oben drin. Ah, dann habe ich gesagt, wie kommt dann das? Und da sagt die, ja, der ist zu dick. Wenn der Vogel zu dick ist, dann kann er nicht abheben, verstehst du? Dann habe ich gedacht, naja, sie haben schon recht, der ist, also der haut ordentlich rein, der Hansi. Verstehst du? Zwischendurch ein Stückchen Fleischwurst. Der kriegt auch abends warm. Und dann haben wir gesagt, der macht jetzt Diät, dann ist er auch dann ganz schmal geworden und ist auch aus dem, aber nur bis zur Tür, geht nicht weiter. Kommt er nur vorne bis zum Türchen, guckt mal und
dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, der Hansi. Vielleicht braucht der Gesellschaft da oben. Vielleicht ist der so einsam, verstehst du? Dann habe ich gedacht, mir könnte dem ja vielleicht, geht ja, Familie plus eins da oben drin, könnten wir ja machen. Dann hat die Leonie, mein Enkelin, gesagt, ja Mutti, woher weißt du, Oma, Mutti sag ich schon, weil die so viel bei uns ist, verstehst du, sagt die, egal, Oma, was meinst du, woher weißt du, ob der ein Mädchen oder ein Weibchen braucht und ob der gern mit einem Weibchen lebt oder vielleicht lieber mit einem Menschen? Dann habe ich gesagt, ja, was weiß ich? Und dann habe ich überlegt, dann habe ich gedacht, na ja, gut, der rettet nicht viel, der Hansi. Der sagt nicht viel tagsüber, das ist ein Mensch. Also das ist, oder? Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch, wie ich den Willi kennengelernt habe. Und die Freundinnen haben so gefragt, der Hilde, wie ist er dann so? Weißt du, und dann habe ich ihm gesagt, ach, mein Willi, der ruht in sich selbst. Und heute weiß ich, der schwätzt einfach nichts. Das ist einfach so. Und der Hansi, dann haben wir gedacht, okay, er ist ein Mensch. Wir probieren es jetzt mal und wenn es nicht klappt, dann muss man halt dann gucken. Ne? Und dann hat die Leonie, warte mal, die hat eine Anzeige aufgesetzt für den Hansi und hat gesagt, das macht sie im Internet, das habe ich doch extra auch noch eingesteckt, macht sie ins Internet, weil Tinder für den Wellensittich gäbe es noch nicht. Da müsste, warte mal, ich hab's hier. Dann hat die das, die hat eine Anzeige geschrieben für den Hansi, guck mal, hier, schräger Vogel. Ungebunden, kinderlos, vollschlank, das stimmt, sucht Fluchbegleitung. Ist doch, ne? Lass uns zusammen abheben bei Hilde in der Küche. Ich finde das schön. Gell? Sagte Willi, nee, das ging überhaupt nicht, das wäre viel zu lang, heute hätte die Leute doch gar nichts mehr lesen, was Langes. Und dann hat er das gekürzt. Der hat das einfach verändert, der Willi hat geschrieben, passt auf, der hat jetzt Folgendes geschrieben. Haben Vogel, suche Partner. Gut, ob da jemand anruft, das weiß ich jetzt nicht. Ne? So, warte mal, ganz ehrlich, das ist mir hier schon alles auch ganz schön. Ansprüche gegenüber Dritten, ja, das habe ich. Die Annegret, meine Cousine, die schuldet mir noch was. Vielleicht kann ich das hier mal angeben, vielleicht kriege ich das zurück. Das ist aber auch hier, guck mal, ich bin schwanger. Nein, nein, da kann ich schon mal ganz klar Nein ankreuzen. Für da Grundsicherung, warte mal hier. Ich benötige aus medizinischen Gründen eine was? Eine kostenaufwendige Ernährung. Dann füllen Sie Anlage, kommt immer noch was dazu, nächste Anlage. Aber die Wurst, muss ich sagen, die ist schon... Das geht schon ins Geld. Weißt du, die Leonie hat gesagt, Oma, du musst vom Ökohof die Wurst holen. Und das verstehe ich auch ein. Das ist auch richtig, gell? Aber das geht schon ins Geld. Vielleicht kriege ich da 3,50 Euro, weißt du, die Woche für die Wurst vom Ökohof. Das wäre ja was, wenn ich das hier alles mal ausgefüllt habe. Ach du meine Güte. Naja, gut. Ah, apropos Partner, weißt du, für den Hansi. Ja. Der Hartmut, also Willi, sein Freund, ne? Der hat eine neue Partnerin. Der hat ja nach 30 Jahren, hat er seine Frau verlassen, die Monika. Ja, ja. Und hat noch einmal geheiratet, die Susi. Ja? Und die Susi, der ist noch einmal Vater geworden, der Hartmut. Vom Skatverein. Der ist noch einmal Vater geworden und dann hat er am Anfang hat er gesagt, oh, ich könnte Bäume ausreißen, ich fühle mich so jung. Weißt du, oh, die Susi ist halt eine ganz andere Generation Frau. Ne? Und dann kam das Kind auf die Welt und gut, die Susi macht es auch nicht mehr allein. Weißt du, jetzt muss er montags, mittwochs und freitags, hat er den Kleinen jetzt. Weißt du, muss er. Jetzt wollte ich gerade ein Stück Wurst abschneiden, das ist... Naja, jedenfalls hat er jetzt montags, mittwochs und freitags den Kleinen und ich muss sagen, er sieht sehr schlecht aus, Hartmut. Er war vorhin da, er ist total gestresst. Es stresst ihn total. Weißt du, sagt er,
Kinderbetreuung und Arztbesuche und Essen kochen und die Wäsche. Und ganz ehrlich, er ist halt eine andere Generation Mann. Mit dem Tragetuch kommt er überhaupt nicht zurecht. Heute Morgen, ich habe ihn gesehen, vorne am Hof hat er sich verwickelt. Er hat es nicht hingekriegt, hat sich am Gartenzaun festgezurrt. Den Kleinen hat er an den Füßen, der Kopf da ohne. Ich hab gesagt, bleib stehen, Hartmut, ich hol den Doktor. Ich bin hin, ich habe gedacht, der hätte sich beide Schultern ausgerenkt. Der hat sich so beeilt heute Morgen. Der hatte noch den Kleiderbügel in der Jacke. Verstehst? Er ist völlig durch den Wind. Er sagt, er kann nicht mehr. Und was er überhaupt nicht gerne macht, freitags muss er immer mit dem Kleinen zur musikalischen Frühbeziehung. Ich dachte, es ist furchtbar, wenn der Kleine den Gong schlägt, samstags kann er immer noch nichts hören bei der Tagesschau, weil das so fiebt im Ohr. Ich hab gesagt, Hartmut, das Alter hat auch Vorteile, musst du Hörgeräte ein bisschen leiser drehen bei der musikalischen Frühbeziehung. Nee, er ist, der Willi hat gesagt, der Hartmut hat einen Abfall geistlicher Anwesenheit. Wenn du den im Supermarkt triffst, der Kleine ist gar nicht dabei, schuckelt er als der Einkaufsware, verstehst du? Ich habe gesagt, lass doch mal den Wagen stehen, da ganz Milch wird ranzig. Letzte Woche, ja, abends muss er den Müll rausbringen. Jeden Abend muss er jetzt den Müll rausbringen. Auf jeden Fall hat er den Müll genommen und anstatt den in die Tonne zu schmeißen, sitzt der mit Hausschuh und Mülltüt im Bus. Das hat er erst in Maintal-Dörnigheim gemerkt. Der ist... Und jetzt heute, eben war er doch daheim, bei uns vor der Tür ist er fix und fertig. Er hat gesagt, Willi, du musst mir helfen. Die Susi ist im Kino, die hat zwei Handys gekauft, für sie und für ihn, weißt du, dass die sich anrufen können, wenn was mit dem Kleinen ist. Und die hat sich schön angezogen, die wollte auch mal raus. Und dann hat die, nee, gar nicht zum Kino, dürfst du ja auch nicht. Ja, wer weiß, wo die ist. Jedenfalls ist die zu der Tür raus und dann steht der Hartmut an der Garderobe und sieht, dass sein Handy gar nicht an ist. Dann ruft er zu, sag mal, Susi, wie ist dann die PIN von meinem Handy? Dann dreht die sich um und sagt, du, das ist unser Kennenlerndatum. Und jetzt kriegt der das Ding nicht an. Verstehst du? Der Willi soll mir helfen. Der Willi. Dann habe ich gedacht, naja, das soll die zwei machen, ich fahre fort. Ich fahre hierher. Nach Bad Salzhausen. Das ist so schön, ich mache noch einen Spaziergang gleich. Mit dem Rex, mit meinem Hund. Ach, Gelle, naja, wegfahren, ne? Urlaub, mal gucken, wann es wieder geht. Ich weiß es nicht. Also wenn ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal in den Urlaub fahre, ich gehe an den Strand und ich ziehe den Bikini an. Da bin ich ganz selbstbewusst. Nee, ich ziehe den Bikini an und dann drüber den Kittel. Nee, das ist wunderbar, dann habe ich alles dabei. Vielleicht auch wieder ein Stückchen Wurst. Das wäre schön, meine Lieben. Macht's gut. Tschö. Macht's gut. Liebe Hilde, du machst es noch nicht gut. Und ich komme mal hier uncharmant durchs Bild geschwuppt. Denn auch wenn Sie es vielleicht gar nicht glauben oder sich irgendwie vorstellen können, Hilde aus Bornheim ist nicht als Hilde aus Bornheim auf die Welt gekommen. Hallo. Nämlich, jetzt wechselst du, ganz wie man das von einer Schauspielerin, die du ja bist, auch erwarten kann, hier mal locker die Rolle, legst ab und siehst jetzt halbwegs normal aus. Ja. Meine Damen und Herren, Hilde aus Bornheim, dahinter verbirgt sich Stefanie Kunkel, eine Schauspielerin aus Frankfurt, Comedian, Kabarettistin, Autorin und vieles mehr. Vielleicht für uns erstmal so ein kurzer Abriss deiner Laufbahn. Ja. Warst du schon immer jemand, der auch in der Schule schon gerne geschauspielert, gekaspert hat? War das immer in dir und wie hat sich das entwickelt? Ja, das ist tatsächlich schön, dass ich das gefragt werde. Das ist was schon immer da ist bei mir. Und ob ich da 8 war oder 12 oder 14, ich habe... egal wo, habe ich rumgekaspert. Und die Albernheit ist mir schon immer ein großes, wichtiges Gut. Ja. Ja. Aber wie hat sich es weiterentwickelt? Ich meine, dass jetzt im Endeffekt ein Beruf draus wird, war das schon von Anfang an so ein Plan? Nee, überhaupt nicht. Ich habe gar nicht. Ich habe einen ganz normalen Weg. Ich habe Schule beendet, habe eine Lehre gemacht, aber auch da immer schon die Menschen. Ich habe immer die Menschen beobachtet. Ich glaube, damit hängt das ganz viel zusammen. Und dann bin ich nach Frankfurt durch die Arbeit und habe dann jemanden kennengelernt, der in der Schmiere geprobt hat. Und dann durfte ich da mal zuschauen. Und dann fing das langsam an. Erst als Hobby. Als oh toll, mache ich mal wie andere, weiß ich nicht, Badminton spielen.
Aber das waren jetzt nicht nur humorvolle Rollen. Du hast ja auch andere Sachen oder ja, war das vorwiegend humorvoll? Ja, schon. Ja, okay. Also ich habe auch andere Sachen gespielt, aber vorwiegend war es erstmal das vielleicht auch, weil ich da einen einfacheren Zugang habe. Mhm. Weiß ich nicht. Aber ja, es hat sich ergeben einfach. Ja. Okay. Und dann war für dich irgendwann so der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, das entwickelt sich bei mir ganz gut. Man hat dann Auftritte, man hat dann Gagen. Hast du dann irgendwann gesagt, okay, jetzt will ich mal probieren, dass es mein Beruf wird oder ja, ist? Ja, ja, das habe ich, genau. Also das eine wurde dann größer zum Glück und dann konnte ich auch das andere reduzieren und dann hat sich irgendwann auch die Frage gestellt, wie bewältige ich alles, weil das sind ja unglaublich viele Brüche, die du dann hast, ne? Arbeiten und dann abends spielen und dann habe ich gedacht, mal gucken, aber dann bin ich schwanger geworden, dann kam meine erste Tochter, unsere erste Tochter und dann bin ich in einen Kosmos der Mütter- und Elternschaft gekommen und dadurch sind dann durch eine Arbeit, die ich für ein HR machen durfte, viele Frauenfiguren entstanden, die alle in diesem Kosmos sind und dann hat sich's verfestigt, dass ich da hingehe und da ist Hilde. Und da ist Hilde geboren, ja, das hatte ich vorhin schon mal nachgefragt, wo Hilde so herkommt, wo die Quelle liegt, du hast es jetzt kurz angedeutet. Mhm. War dann irgendwie dir klar, aus diesen vielen verschiedenen, dass es die ist, mit der ich sag mal, einen Teil meines Lebens verbringen möchte? Nee, gar nicht. Ich hatte dann nach der ersten Schwangerschaft ein Soloprogramm gemacht mit eben ganz vielen Frauenfiguren. Ich weiß nicht, wie viele, ist auch unwichtig. Eine davon war die Hilde, ich war eine von vielen. Nur wurde sie so, das Publikum hat so auf sie reagiert, aber nochmal auf einer Ebene so, ach, die Hilde. Also mir ist es manchmal passiert, dass die Leute mich so nach der fragen und dann habe ich gedacht, ja, ich mag die ja auch so gerne und dann vielleicht wurde ich in dieser Rolle mutiger weiterzumachen. So hat sich es fast. Also Hilde hat sich schon auch entwickelt über die Jahre. Ja. Und wenn du hier den Familienkosmos sozusagen aufmachst, werden jetzt dann Partner, Willi und Kinder und Enkelkinder, werden die älter, wachsen die mit wirklich auch so praktisch realistisch in Anführungsstrichen? Ja, ich versuche es. Ich habe dann irgendwann mal überlegt, wie alt ist die eigentlich? Wann könnte die denn geboren sein? Und wann könnte die Willi und die kommt aus der Wetterau und haha. Also all diese Dinge. Und ich bin tatsächlich ursprünglich aus der Wetterau, also auch das mit einzubinden und ich versuche es, damit es auch ein bisschen aktuell bleibt, weil es gibt so schöne Themen, also wie zum Beispiel der Hartmut, der dann nochmal spät Vater wird und da an seine Grenzen kommt. So. Das bietet sich bei ihr natürlich an, die kann das ganz gut, glaube ich, ausprobieren. Ja. Kann es sein, dass sich Bekannte in deinem Umfeld wiederfinden in Programmen und Figuren? Wird man öfter mal darauf angesprochen, hey, das ist doch, der Hartmut ist doch wieder Hans-Jürgen oder irgend sowas. Ja, das passiert schon, aber ich glaube, das ist eher, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es oft so, dass ich Geschichten höre, vielleicht auch sehe, auch erlebe, ganz klar, bin auch ich, aber die dann so aufs Papier zu bringen, da muss man dann schon nochmal neu auch dazu oder drüber gehen, damit es auch in dem besten Falle humorvoll ist. Ich nehme viel auf, also viele Sachen auch durchs Erzählen. Gut, jetzt sind wir in einer Phase, in der es für Künstler schwer ist, sprich auf gut Deutsch keine Auftritte. Mhm. Es ist ja gerade dabei, dass es vielleicht ein bisschen sich wieder lockert, wieder was möglich ist, aber natürlich unter großen, großen Auflagen nur, was für viele kleine Theater stichweg unmöglich ist, rein wirtschaftlich gesehen. Hier im Parksaal, wo wir gerade sind, könnten wir, glaube ich, irgendwie 15 oder 18 Plätze reinbringen. Da macht ein kleiner Veranstalter, der vielleicht sogar noch ein Selbstständiger, ein freier Veranstalter ist, der kann ja sagen, guten Gewissens, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Wie hast du diese Phase erlebt? Ich meine, du bist in der Frankfurter Szene extrem verwurzelt und kennst auch dort viele Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Aber vielleicht erst privat, wie hast du die Phase erlebt? Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich habe am 12. März noch ein Gastspiel gehabt und davor waren dann Absagen und irgendwann war ich so elektrisiert, dass ich sogar, es war eine Mixshow und dass ich, wenn ich nicht dran war, dann sogar mal aufs Handy, weil es so, aha, auch weg, alles klar, nächste, auch weg. Und in dieser Nacht ist alles weggebrochen auf null, definitiv. Das war wie ein Schockzustand, den habe ich erst ein paar Tage später begriffen, was es heißt. Und dann hatte ich das Gefühl, dann habe ich gedacht, so fühlt sich jemand, der ohne Begründung fristlos entlassen wird. Und das ist echt
schwer, auch emotional. Ne? Du bist ja in so einem Prozess und muss ich dir nicht erklären, es geht mit Hinblick auf die Sommerpause, es ist eine sehr intensive Zeit, die diese Sommerpause im besten Falle finanziert. Lalalala. Und plötzlich war ich auf null Einkommen und zu viert zu Hause. Mhm. Ja, schrecklich. Gut, aber im Endeffekt, du hast das jetzt auch ein bisschen thematisiert, diese ja. Grundsicherung, dieses ja. Prozedere, was ja viele Kolleginnen und Kollegen sagen, es ich ist auch. nicht einfach, nee. Sondern es ist einfach kompliziert und mhm. Mitunter vielleicht sogar auch nicht wirklich sinnvoll oder möglich. Warst du erfolgreich sozusagen, um das aufzunehmen, was du thematisierst, konntest du irgendetwas für dich geltend machen? Bis jetzt ist es angekommen? Nee, leider noch nicht. Also ich war wie alle, glaube ich, man hat ja dann ständig Fernsehen geguckt, Nachrichten geguckt und dann saßen alle in den Talkshows und wir vergessen niemand und die Solokünstler und ich dachte so, Mensch, ach, das ist aber, ja, und ich war so, ich habe gedacht, das ist ja toll und dann brach das immer mit kleingedrucktes Lesen weg, Solohilfe, Soforthilfe, allein das Wort ist ein Absurdum in sich, findet nicht statt bei mir, weil ich keine Theater, keinen Proberaum, keine Betriebskosten habe. Meine Betriebskosten ist meine Rentenversicherung, meine Krankenversicherung, mein Gehalt, so, und dann habe ich, okay, geht nicht. Dann kommt das Nächste, ne? Also bis ich dann auf Hartz IV gestoßen bin, die Grundsicherung, die ich dann auch dachte, vereinfacht auszufüllen ist und das erste Formular ausgedruckt habe, dachte, ach, das dauert 10 Minuten und genau das ist passiert. Das ist original, es ist sogar noch eingeklammert, es sind original, ich weiß nicht, wie viel Zettel und dann füllen sie Anlage aus. Ich habe es jetzt probiert, ich weiß es nicht, bis jetzt ist es jetzt die 10. Woche, bei mir leider noch nichts angekommen. Weder Ausfallgagen noch, weil die Veranstalter und auch die kleinen Theater selber gucken müssen. Wir fallen durchs Netz komplett und das ist sehr, sehr schade. Es gibt jetzt aber immer wieder auch Leute, die sagen, Mensch, bei allem, was man nicht wegdiskutieren kann, wirtschaftlich, jetzt habt ihr doch, ihr Künstler habt doch jetzt Zeit, ihr könnt doch jetzt die neuen Programme schreiben, ihr könnt ein Buch schreiben, aber ich weiß nicht, geht es dir vielleicht ähnlich? Also mich hat das wirklich auch eher gelähmt im Kreativen. Also ich hatte zwar mehr Zeit, aber habe trotzdem nichts aufs Papier gebracht. Wie ging es dir? Mir ging es ähnlich, weil ich das, ich musste erst mal selber damit zurechtkommen, dass ich jetzt, das hört sich jetzt blöd an, aber so, wie, ich bin das gar nicht, ach so, ich gehöre nicht zu denen, wo man sagt, ah Mensch, hier eine kleine Unterstützung, dass die Miete. Und das macht emotional mit einem sowas und kreativ, also ein kreativer Prozess, der ist ja sehr lang und der dauert, bei mir zumindest, ich muss dann viele Wege gehen, dann kommt wieder was in den Kopf oder auch nicht, aber da muss ich relativ frei sein von bedrückenden Dingen, sprich, was mache ich denn, wenn das so bleibt? Und zwischen Ohnmacht, ich war auch richtig traurig stellenweise, das richtig deprimiert und dann wieder, ach, geht wieder, dann kommt so ein kleiner Funke, also ich konnte nicht mich hinsetzen und täglich 3 Stunden an einem Programm schreiben. Wir sind 4 Leute zu Hause, wir haben 2 Kinder, eine macht Abi-Prüfung und eine ist in der Hauptschulprüfung, weil die in der IGS ist und alle Prüfungen machen, die ist also in der Abschlussklasse. Das sind 4 Leute, das ist mein Mann ist Schlagzeuglehrer und hat dann angefangen digital zu unterrichten, das kann man sich unglaublich gut vorstellen mit dem Schlagzeug und daneben dran macht die eine Workout und ich so, also das ist, ich weiß nicht, auch Ferien oder Sommerpausen sind natürlich zu viert ein Alltag, der mich als Mutter und Hausfrau fordert und das ist ja auch ein Job und da bleibt, also diese Ruhe sich zu nehmen, wenn da das, also mich hat es gelähmt und emotional sogar ganz schön, also traurig und auch wütend gemacht. Ich kam schwer zum kreativen Arbeiten. Ja, also ich finde das auch wichtig, dass wir das an einem humorvollen Programm auch mal den Ton auch mal anschlägt und möchte aber nochmal erwähnen, dass ich ja bei mir vom Nebenerwerb rede, deswegen möchte ich mich nicht da, also euch, die voll davon abhängig sind, ist es noch mal was ganz anderes. Also nicht, dass jetzt irgendwie missverständlich ist. Insofern aber trotzdem wichtig, dass du uns hier mitnimmst und ein bisschen auch aufzeigst, was das so bedeutet, weil ich tatsächlich glaube, dass es wirklich nicht so wahrgenommen wird. Bei den ganzen Hilfen, die jetzt sofort auch schon kommen für die großen Konzerne und so weiter. Ich will das fast nicht übermäßig aufmachen, aber es ist wichtig, dass jemand mal da ist, der das auch schildert und welche Probleme einfach sind. Zumal ihr ja, ich sage jetzt ihr mal als hauptberufliche Künstler, tatsächlich noch nicht wisst, wie es in einem halben Jahr sein wird. Ne? Also
Genau, ich will auch gar nicht so lange darauf, aber eine Sache ist mir wichtig. Genau, diese Unabsehbarkeit, dass ich nicht, die macht mir zu schaffen. Eine neue Realität, es wird sich vieles verändern, wie vielleicht eine Aufzeichnung hier oder bin ich offen, will ich gerne probieren. Die Unabsehbarkeit, wann kann ich wieder starten, ist ganz schwierig. Bei jeder Erklärung zu sagen, ja, aber das Kleingedruckte liest, das ist schwierig. Und wir sind ein ganz großer Wirtschaftszweig in jedem Land. Alles, was, wenn jemand zur alten Oper fährt, mit dem Taxi sich was zum Anziehen kauft, essen geht, vorher, nachher was trinkt, ob im großen Theater oder im kleinen, das wird alles, fällt im Moment weg. Wir, mein Mann und ich haben jetzt, meine ältere Tochter macht gerade Abitur, wir haben 18 Jahre das gut hingekriegt, unsere Steuern bezahlt und jetzt stehen wir echt allein auf dem Feld. Das ist sehr traurig. Und eins ist mir ganz wichtig, als ich vorhin hierher kam, spielte das Duo Bravo. Wegen der Aufzeichnung. Ja, Darf ich das sagen? Ja, überhaupt? Und ich habe zum ersten Mal nach 9 Wochen Live-Musiker gesehen und gehört durch die Glastür und es hat mich total berührt, weil es so schön und nicht vergleichbar ist, auch wenn ich das alles gerne probiere, wenn jemand vor dir steht und spielt Klavier. Das ist ganz toll. Ja, ich wiederhole es auch gerne. Ich habe es in den anderen Folgen auch schon gesagt, dass was wir machen, kann nur so eine Übergangskulturveranstaltung hier sein. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Aber es gibt Leute, die sagen, es wird parallel bleiben. Es wird vielleicht wieder Live-Publikum geben, aber es wird vielleicht parallel immer gestreamt werden, auch in Zukunft. Ist es was, mit dem du dich anfreunden könntest oder müsstest? Ja, ich habe jetzt eine Anfrage genau dafür. Eine Firma möchte gern, dass die Mitarbeiter zu Hause sind und jeder ist am Laptop und ich trete praktisch von zu Hause über. Und ich finde das beides. Ich finde es ganz wichtig, offen zu bleiben, zu sagen, es ist ein Versuchsballon, wer weiß, was daraus entsteht. Es wird das auch nicht ersetzen, glaube ich auch. Vielleicht wird es parallel laufen. Ja. Aber wir kämpfen weiter für das Live-Erlebnis, weil ich glaube, Hilde aus Bornheim kommt gut über Video, aber kommt noch viel besser in einem schönen, schnuckeligen Theater mit Live-Atmosphäre, wo man sich beim Lachen anstecken kann, was hier mit den 2, 3 Technikern, unserem Team, mehr ist ja nicht hier im Raum, ist es schwierig. Und mir ist es durchaus bewusst, dass es auch kein einfacher Auftritt ist. Du hast es super gemacht. Ja, das ist, ich freue mich sehr, dass du da warst und auch noch da bist. Meine Damen und Herren, das war die 5. Folge unserer Übergangskulturreihe live aus dem Parksaal, hier aufgenommen im Parksaal Bad Salzhausen vom Kulturmanagement der Stadt Nidda. Ich bedanke mich noch einmal rückblickend bei allen Künstlern, die dabei waren, natürlich aber auch bei unserem Technikteam, bei ProSound für Ton und Licht und bei Thomas Linz für die Kamera, der das Ganze auch dann als Clip produziert. Und ich könnte ja sagen, vielleicht sehen wir uns in diesem Format wieder. Vielleicht. Aber ich hoffe, wir sehen uns hier live im Parksaal wieder, wenn Nidda satirisch und Nidda erlesen weitergehen und irgendwann wird Hilde aus Bornheim entweder alleine oder mit den Kollegen im Hessen-Mix sozusagen hier auch mal live auf der Bühne zu erleben sein. Und vielen Dank und Danke. Schöne Grüße. Das war unsere Reihe und vielen Dank fürs Zuschauen.